Herzlich willkommen zu einem weiteren Review auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch das Hoverboard und den Elektroscooter der Firma Nilox vor. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, es wird sich für euch lohnen. Los geht's! So, los geht's. Als erstes holen wir mal die zwei schönen Fahrzeuge aus meinem Paketlager oder auch Sauna. Nennt es wie ihr wollt. Hier haben wir einmal den Nilox Dock Pro in grün. Und hier haben wir das Hoverboard Dock Offroad in einer schwarzen Verpackung, aber mit grünlichen Akzenten. So, ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem Hoverboard an. Ich denke mal, das ist auch das Interessanteste für euch. Ich bin sehr gespannt, wie das wirklich aussieht. Also wiegen tut das auf jeden Fall schon mal eine Tonne. Zuerst mal haben wir hier. Ja, mein Netzteil mit den üblichen 42 Volt. Das haben fast alle Hoverboards. Dann haben wir hier Schaumstoff. Dann haben wir hier einmal eine Bedienungsanleitung. Dann kommt endlich unser Arm. So sieht er aus. Schwarz. Und mit dezenten giftgrünen Akzenten, würde ich mal so sagen. Das Hoverboard sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Gefällt mir ziemlich gut. Die Firma Nilox steht echt auf giftgrün, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Also die Reifen sind ein bisschen flacher wie bei der Aerohawk Cross. Und wir haben hier diese Abdeckung für die Reifen, die sind ein bisschen kürzer. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man zum Beispiel im Gelände ist und übers Wasser fällt. Nicht, dass man komplett die Hose voll bekommt. Aber das muss man natürlich jetzt noch testen. Von dem Aufbau her ist es sehr ähnlich dem Aerohawk. Gefällt mir auch sehr gut. Hier drunter haben wir natürlich sehr viele Warnhinweise, was man nicht machen darf, nicht aufmachen und so weiter und so fort. So, und jetzt starten wir das Hoverboard und das Wichtigste aller Fragen: Kippt das Hoverboard nach vorne, wenn man es einschaltet? Und das werden wir jetzt machen. Achtung. Schade. Es hat leider nicht diese Kippfunktion, die ich eigentlich sehr, sehr mag. Das ist schade, aber wir testen einmal kurz, wie das sich so anfühlt, wenn man draufsteht. Okay. Sehr gut. So, das war der erste Eindruck von dem Nilox. Los geht's mit dem Dock Pro. Ein komischer Name für so einen Roller. Dock. Soll das Doktor heißen oder? Weiß man nicht genau. Ach, warum muss das immer so viel wiegen? So. Aha, hier haben wir einmal den Lenker. Sehr gut, den müssen wir gleich noch anbringen. Styropor. Eine kleine Verpackung. Unsere üblichen Netzteile. Zack. So, wir müssen jetzt einmal hier den Lenker anbringen. In welche Richtung geht das? So, und die zweite Schraube. So, jetzt stellen wir einmal den Dock Pro zum ersten Mal auf. Ah, hier ist ein Knopf. Den muss man ziehen. Dann, also von der Verarbeitung her kann ich euch sagen, es ist sehr, sehr gut verarbeitet. Das alles hier ist nur Styropor, diese gelben Dinger. Der ist komplett in Schwarz gehalten. Das Design ist genauso wie bei dem anderen sehr, sehr geil. Ich hätte mich echt gefreut, dass hier auch ein paar grüne Elemente zu sehen wären. So wie die Verpackung eigentlich verspricht. Es sind natürlich keine, aber es ist eigentlich schade. So, ich glaube, der ist eigentlich schon fahrbereit. Man kann hier das Ganze verstellen. Das irritiert auch. So, und hier haben wir einen Startknopf. So, mal, das ist die Statusanzeige von dem Akku. Und hier hinten haben wir eine Bremslicht. Sehr, sehr schön. Und sonst haben wir keine Lichter am Scooter selber. So, aber die Frage aller Fragen, hat das Ding einen Ständer? Wie ihr seht, hat das natürlich keinen Ständer, wie die meisten. Aber wenn man es hier zieht, an diesem kleinen Schalter, kann man das so in diese Position bringen. Und schon kippt das Ganze nicht mehr um. Sehr geil gelöst. So hat man auf jeden Fall keinen nervigen Ständer. Aber man kann es halt trotzdem so hinstellen, dass man es auf jeden Fall nicht irgendwie auf den Boden werfen muss oder sonstiges. Und das ist eigentlich auch ziemlich platzsparend. Das Ganze passt in jeden Kofferraum, das kann man auch gut in der Bahn mitnehmen, das ist auf jeden Fall kein Problem. Und das ist hier die Bremse. Wenn man hier mit dem Fuß drauf geht, dann seht ihr das, dann blockiert das den Reifen. Und wir haben natürlich hier platte Reifen hier. Wenn ich mich richtig draufstelle, dann sind die Reifen natürlich mega platt. Ich muss auf jeden Fall gleich die Reifen aufboosten. So, die Reifen sind aufgeboostet. Jetzt können wir loslegen. Erster Versuch auf den Dock Pro. Zack, das ist geil mit der Arretierung, ist einfach cool. Und los geht's. Ach, stimmt ja. Das fährt da nicht direkt los, wenn man Gas gibt, sondern man muss einmal antreten und dann gibt es Gas. Yeah!
Bevor wir mit beiden Produkten rausgehen, hier erstmal ein paar Daten und Fakten zu den beiden Elektroscooter. Der Dock Pro wiegt insgesamt 12 Kilogramm und hält ein Gewicht von bis zu 100 Kilogramm aus, obwohl ich mir gut vorstellen könnte, dass er auch etwas mehr aushalten könnte. Verbaut wurde hier ein 4400 mAh Akku, der eine Ladezeit von 2 Stunden benötigt. Der 400 Watt Motor schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h oder wahlweise auf Knopfdruck auch nur 6 km/h. Der Gashebel ist ein Druckknopf und hinten haben wir ein rotes Licht plus eine Bremse, was ich persönlich wirklich gut finde, das erhöht deutlich die Sicherheit. Der Preis liegt hier bei ca. 700 bis 800 Euro. Kommen wir mal zum Nilox Hoverboard. Das Nilox Dock Hoverboard wiegt laut Hersteller ebenfalls 12 Kilogramm und hält Personen bis 100 Kilogramm aus. Bei Hoverboards würde ich allerdings dieses Gewicht nicht überschreiten, sonst könnte es mal schnell Knack machen und das Teil bricht einfach in der Mitte durch. Hier wurde ein 4200 mAh Akku mit einer Ladezeit und Laufzeit von 2 Stunden verbaut. Insgesamt schafft es eine Höchstgeschwindigkeit von gerade mal 10 km/h, aber das sind lediglich die Angaben vom Hersteller. Das kann ich mir allerdings gar nicht vorstellen, denn das wäre echt langsam, aber das testen wir gleich. Des Weiteren haben wir hier noch zwei 8 Zoll Reifen. Das Hoverboard ist übrigens wassergeschützt und kostet ca. 500 Euro. So, und jetzt genug mit Blabla, jetzt geht es ab nach draußen, damit wir die Dinger auch mal testen können. Los geht's! So, testen wir zuerst mal, wie schnell der Dock Pro ist. Wie ihr seht, ne, man kann hier draufklicken, passiert gar nichts. Ne? Zack, zack, passiert nichts. Ihr müsst auf jeden Fall anfahren, damit das Teil dann los Gas gibt. Und es hat eine schöne Bremse hier. Sehr gut, gefällt mir. Gebiet hier. Runter von der Straße. Oh Scheiße, das Krieg ist nicht mehr gestartet. So, das, was ich eigentlich hier mache, ist eigentlich verboten, denn das Ding fährt 20 km/h und alles Elektrogeräte, was über 6 km/h fährt, ist verboten auf der Straße. Aber das hat Nilox ganz geil gelöst. Hier gibt es einen Knopf, 6 km/h und zack, fährt das Ding nur noch 6 km/h und schon ist es legal, auf der Straße zu fahren. Also schon kann keiner was sagen. Aber das Problem ist, das ist hier die legale Geschwindigkeit, was Deutschland sagt, das ist in Ordnung. Bis später. Kann noch was dauern. Bis weg. Das ist zwar jetzt legal, aber das ist so eine Geschwindigkeit, da kippt man ja fast beim Zusehen um. Also das Springen, ne, funktioniert wirklich wunderbar, ne? Und es fährt auch so schön, das Ding. Das ist echt geil. Versuch mal richtig hoch zu springen. Kann man es eigentlich noch tiefer machen? Warte. Ja, der Fahrt hier, zack, oh ja, es geht noch tiefer. Kein Überspringen. So, jetzt ist der Sportmodus an. Das war der Motor, nicht gut, aber es geht noch. Die Lösung hier mit dem Startknopf ist gar nicht mal so schlecht, denn man kann während der Fahrt halt, oder nicht während der Fahrt, das ist eigentlich das Blöde daran, dass man während der Fahrt quasi da dran kommen könnte, aber man kann auch einfach mit dem Fuß das Ganze ein- und ausschalten. Das heißt, du willst damit fahren, klickst einmal drauf und legst einfach drauf. So Nico, versuch mal bitte zu springen. Los geht's. Ob das auch für Kinder so einfach ist? Oh, Vorderrad, du musst da hinten auch hochheben. Komm, schaffst das. Und ah, fast. Also das ist ein bisschen schwieriger für Kinder, ne? So, den Dock Pro haben wir zu Genüge getestet und jetzt kommt das Hoverboard. Bin sehr gespannt, ob der wirklich so langsam ist wie beschrieben, weil das habe ich noch nicht getestet. Das machen wir jetzt. 10 km/h, das will ich jetzt immer überprüfen. Los geht's. Also das Hoverboard ist auf jeden Fall ein bisschen schneller wie 10 km/h, aber ist trotzdem noch langsamer wie die meisten Hoverboards. Und der ist deutlich weniger aggressiver wie die meisten Hoverboards. Der ist von der Lenkung her etwas langsamer wie die meisten, aber der ist natürlich auch deutlich günstiger wie die meisten großen Hoverboards. Ich versuche mal über den Bürgersteig zu fahren. Okay, das funktioniert ohne Probleme. Jetzt wieder runter. Zack. Was ist? Willst du drauf? Nein.
Mein Fazit: Vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich sowohl das Hoverboard als auch den Scooter gut. Trotzdem sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die ich anders gemacht hätte. Zum einen ist mir die Geschwindigkeit bei beiden Geräten etwas zu langsam. Aber dafür finde ich den Knopf mit 6 km/h Drosselung ziemlich gut, da man so die Möglichkeit hat, auch legal auf der Straße zu fahren. Und zum anderen stört mich die Achsenbewegung des Hoverboards etwas. Denn diese könnte etwas aggressiver sein, aber man muss auch dazu sagen, dass ich schon ein verwöhnter Hoverboard-Fahrer bin. Was bei jemandem, der noch nie Hoverboard gefahren ist, nicht der Fall sein wird. Ansonsten finde ich beide Scooter wirklich sehr, sehr gut. Die machen extrem viel Spaß. Und das Design hat mich ebenfalls angesprochen und gefällt mir auch sehr gut. So, jetzt hat einer von euch die Möglichkeit, so ein Teil zu gewinnen. Okay, nicht ein komplett neues, sondern meins. Könnt auch gerne ein Autogramm drauf geben, wenn ihr Bock habt. Und was muss man dafür tun, meine Freunde? Ganz einfach, geht bei Nilox auf die Facebook-Seite und lasst ein Gefällt mir da und kommentiert unbedingt dieses Video mit Hashtag Nilox und warum ihr das unbedingt gewinnen wollt. Ihr könnt auf YouTube und Instagram mitmachen. Wichtig ist aber, dass ihr auf jeden Fall die Facebook-Seite von Nilox liked. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich kann leider keinen gewinnen lassen, der die Seite nicht geliked hat. Und wie gesagt, schreibt mir Hashtag Nilox in den Kommentaren, um warum ihr unbedingt eins gewinnen wollt. Der Gewinner wird nach einer Woche dann bekannt gegeben. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal durchlesen. So Leute, das war das Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Auf die Seite kommt zu weiteren lustigen Reviews auf meinem Kanal. Links und rechts findet ihr alle Social Medias, auf denen ich vertreten bin. Und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.